Scheiß, Dreck. Aber ich muss mindestens den Baden retten, weil wir wissen ja, dadurch kriegt er einen ganz schönen Level-Boost. Des Singers Lied wird niemals enden. Malen und malen! Malen und malen! Ich glaube, der ist schon ein bisschen kaputt. Sie haben Horizon zurückgebracht. Zumindest seinen Kopf. Das kommt davon, wenn er wird. Nicht einschlägt. Mal nach Zahlen. Zerquetsche dich! Mal. Des Sängers war fast zu Ende, doch rettend waren deine Hände. Deine Gefangene sagt ständig deinen Namen. Was heißt er sagt? Eigentlich schreit er ihn, wenn wir ihn ärgern. Wir haben gerade den Gefangenen rausgeholt. Der hat einen eisernen Willen. Übrigens, der Bade ist da und unterstützt mich ein wenig. Wirft einen das nicht weit zurück, wenn man eine Festung verliert? Ja, das wirft einen leider wirklich zurück.
Du hast keinen eisernen Willen. Irgendwie kann ich hier oben links den nicht auswählen. Ich glaube, sonst sind fast alle Festungsspione. Beende den aktuellen Grubenkampf, bevor du einen neuen startest. Das ist total super. Na, so viel ist da nicht da. Es gibt nämlich, glaube ich, auch einen Erfolg, der heißt... Greif eine Festung an, wo alle deine, wo alle Leibwächter Spione sind. Glaube ich, heißt das. Oder muss man erreichen. Folgende Spuren von goldenem Fleischpulver. Das ist aber auch sehr interessant fand vom Kampfsystem. Auf dem, ich glaube, das war nicht Gamescom, das war so ein E3-Trailer von Sony. Wird wahrscheinlich nur PS4-Titel werden. Von diesem neuen Spider-Man-Spiel. Das sah auch richtig cool aus. Bist du noch ein Mensch? Das ist die Frage. Ein bisschen bin ich noch Mensch. So, du hast mich keinen eisernen Willen. Du bist jetzt mein schöner Häuptlingsspion. Er schießt den, ja, genau so. Es sind durch Festlagen, Rumgeschleiche, tödliche Wunden. Also alles doof. Machen wir trotzdem mal mit, weil dann können wir ihn rekrutieren. Ist vielleicht noch ein bisschen düster geworden hier. Er ist halb Mensch, halb Imperator. So kann man das auch sehen.
Der Feind darf nicht an die Vorräte gelangen. Versagt ihr, kostet es euch den Kopf. Eine extra Belohnung für den, der den Ersten tötet. Und wer am Ende kein Blut an den Händen hat, geht leer aus. Einfach geil, wie so ein Brocken sich anschleicht. So, spioniere den Häuptling aus. Rug der Bade leitet eine Graukjagd. Entschuldigung, ich hab gegähnt. Ich glaube, aber dadurch, dass ich die Feste verloren habe, mache ich noch die Festungszurückeroberung und dann gehe ich ins Heierbettchen. Ja, ich nenne es einfach Heierbettchen. Gefällt mir! Finde ich Spion von dir. Stech Augen aus. Braucht sie ja nicht mehr. Du hast für einen Ork ein sehr feines Gesicht. Spür den Schmerz. Von allen Seiten angreifen. Achtet auf Feuer. Er muss warten, bis er sich beruhigt hat. So, mal sehen, ob du einen eisernen Willen hast. Da habe ich mich nicht darauf geachtet. Nein. Ich diene, diene. Das heißt, ich lebe, um zu dienen. Ich mach das. Für den Häusling. Zappel nicht so.
Ne, Bubo, den Lauerer da unten, den werde ich bestimmt nicht wiederbeleben. Okay, es bleibt wohl bei dem Letzten hier hinten, weil dann gehört mir alles. An Orks. Bis auf die Festung. Aber die ist ja unwichtig. So, was geht hier ab? Ach, der Langzahn, der nicht sprechen kann durch seine Kauleiste. Enorme Ehrfurcht. Rennt beim Anblick des hellen Herrschers davon. Der Orkschlechter kam gestern in unser Lager und hat uns übel Zugang geschickt. Nicht daran rumspielen. Und jetzt? So läuft das bei uns. Ah, ist das schön. So könnt das ruhig immer laufen. Weißt du, der guckt einen einfach an und dann... Hüpft doch hier runter. Warum will der da nicht runter? Ach, das gilt nicht. Das gilt nicht als Weg hier. Hier ist Ende der Karte, deshalb. Das ist aber schlecht ersichtlich. Oder da unten ist halt. Ach, da unten ist eine Flüssigkeit. Ich werde das Belagerungsbollwerk aber wenigstens zerstören, weil Belagerungsmaschinen sind halt super ätzend. Jedenfalls nehme ich die als sehr ätzend wahr, ob man jetzt angreift oder verteidigt. Deshalb schalte ich die auch immer sofort an, wenn ich schalte ich die sofort aus, wenn ich angegriffen werde.
hast sicher nichts dagegen, wenn ich mir etwas borge. Nö. Wir lassen sie in Ruhe. Das ist die Regel. Aber was, wenn sie... Jetzt, wo ich hier so ein bisschen Herr der Ringe spiele, bin ich doch irgendwie neugierig auf Elix. Aber ich habe da so Angst eigentlich vor. Also nicht Angst, aber das Problem ist einfach, ich habe ja, ich glaube, Risen 2 und Risen 3 gespielt. Und das war später einfach so stumpf. Und die frühere Gothic-Teile habe ich natürlich auch gespielt, aber ist natürlich schon ewig her. Aber ich glaube, Elix, auch wenn jetzt die Tests jetzt nicht verkehrt sind, das Kampfsystem würde mich einfach schon zu sehr abfucken. Weil es ja so unter aller Sau sein soll. Ach, gut, mit dem letzten Schuss hat es noch gepasst. Der helle Herrscher entsendet Grüße. Als wenn er dem so einen Klaps gibt auf den Hintern. Schönheit eines Ghouls verkennt. Alles, was du tust, ist wieder und wieder und wieder zu töten. Ghule sollten verehrt werden. Geliebt! Du wirst dein Irrtum niemals einsehen. Also muss ich dich vernichten. Dass der so ein Ghoul-Liebhaber ist. Geliebten Ghule. Es wäre so geil, wenn der Angst vor Ghule hätte. Na komm. Mein Leben für dich, heller Herrscher. Den Verräter da jetzt einfach da stehen. Da
Da tänzel ich einfach ein wenig an der Ecke rum. Ich muss übrigens sagen, der Endkampf wird wahrscheinlich jetzt bei der Eroberung super heftig. Ich kann mir eigentlich schon mal einen guten Wachmann aussuchen. Falls ich überhaupt sowas noch habe. Was lungerst du eigentlich hier rum? 25 legendär. Erzürnt durch tödliche Wunde. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Da kommt er. Hat er einen Leibwächter? Ja, er hat einen Leibwächter. Ist nämlich meiner inzwischen. Sucht. Ich töte dich gern. Knochenlecker. Der dunklen Flamme. Keine richtigen Schwächen. Ich bin hier. Ah, falsche Taste. Ja.
Tja, das musste ja passieren. Oh, er wird von einem einfachen Soldaten umgenietet. Ah, nee, doch nicht. Das ist der Langzahn. Na, immerhin. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt kommt nämlich die Belagerung noch. Warum geht der nicht mehr als meine Leibwache? Ja, wird schon schief gehen. Jetzt haben wir ja auch wieder bessere Orks. Weißt du, was immer du eroberst, holen wir uns zurück. Ah, Futter für unsere Bestien. Sie werden sich an Verrätern die Bäuche vollschlagen. Für den hellen Herrscher! Jetzt habe ich aber wirklich Angst. Aber Rückzug wäre ein organisatorischer Albtraum. Und aufgeben ist nicht meine Art. Komischer Typ. Da ist der Bade. Achtung!
Boah, die ist ziemlich vergiften. Ein bisschen Energie. Ach so, fällt ihm in den Rücken. Giftig und episch. Zermalt, zermalt, zermalt. Wer hätte das erwartet, dass der mir in den Rücken fällt? Oh, der hat aber richtig Schaden bekommen durch den. Furcht vor Flüchen, damit kann ich gerade nicht dienen. Da ist er schon tot. Hey! Meine Jungs kriegen Saures dafür, dass du es hier reingeschafft hast. Aber erst schlachten wir dich und deine ganze Rebellenarmee ab. Nö. Furcht für Brutalität. Das ging schnell. Da waren tödlich Gegner mit einem Schlag. Genommen. Du hast Boden gut gemacht, aber wir schlagen zurück. Und wenn wir euch getötet haben, red ich ein Wörtchen mit den Jungs. Sie stehen vor der inneren Tor. Oh, ich bin gerade auf dem Level der absoluten Konzentration und dann werde ich getroffen, weil ich rede. Jetzt holen die ja. Zu einflussreich.
Dann mache ich Matsch aus dir. Gebt auf! Habt ihr gut gemacht, Leute. Moment, da verblutet noch einer. Ach so. Der Zahnfürst. Und warum kniest du nicht nieder? So, wem wollen wir denn jetzt das Leibwächter mitnehmen? Irgendwas mit Schild, irgendwas, was wir befehligen können. Irgendwas, was Zeit hat, mit mir mitzukommen. Höhlenratte. Was sind deine Fähigkeiten? Gibt es irgendwas, was du nicht magst oder was dich erzürnt? Karagors erzürnt dich, also keiner auf dem Karagor. Vielleicht irgendeiner, der eine vergiftete Waffe hat. Falls wir noch sowas haben. Du hast eine vergiftete Waffe und bist Bestienzähmer und Gauner. Und du kämpfst mit einem Knochen. Oh Mann. Zehn Jahre später. Hab dich schon mal getötet. Wenn du nicht mal einen Uruk schlagen kannst, wie willst du dann eine ganze Festung einnehmen? Du bist wirklich ein Narr. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Oh, der reitet dann auf dem Karagor. Den muss ich direkt ausschalten. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein, weil du bist kränklich, kränklich. Mächtiger Schuss macht Giftexplosion. Elbenlicht erzeugt Giftwelle. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Grauk hier in die Halle reinrufen kann. Man kann es mal versuchen. Gute Nacht. Demnächst im Chat. Er hat keine Bogenschützen. Komm zurück und kämpfe, du Wurm. Zeit für eine Schlachtprügel. Yeah!
So. Jetzt machen wir daraus meine untoten Truppen. Nein! Nö, sehe ich gar nicht ein. Ich klopfe dich mit dem Grauch so lange wie möglich. Oh Mann, ey. Aufzuschlitzen, dir die Gedärme rauszureißen und sie ja nicht zu verfüttern. Ja, und ich versuche ihn zu vergiften. Ansonsten klaue ich dir jegliche Unterstützung, die du hast. Nein!
Ja! Ja, verdammte Hacke! Ah! Die Siege des Herrschers von Mordor sind klein und unwichtig! Wir sind die Macht in Mordor! Und wir bleiben für immer! Was ein scheiß Gegner, wie immer, aber das fuckt voll ab, ey. Einfach den Zermaler, weil er einfach nur sagt, malen nach Zahlen. Oh Mann. Stufe 55. Jetzt kann ich endlich 55er Orks rekrutieren und dann werden meine Ausrüstungsgegenstände alle auf 60 geupgradet. Also nicht alle, aber nach und nach. Weil hier hast du Wildenstamm, Marodeurstamm 55+, Schreckenstamm 55+, Dunkelstamm ist 55+. Das ist ja schon Level 60 hier. Die Klinge. Machen wir mal lieber wieder Gesundheit rein. So, was sagt das Spiel? 96% abgeschlossen, 79% bei den Belagerungen. Und jetzt mache ich erstmal Feierabend. Fix und alle. 4 Uhr morgens. Sagt wieder alles.